Herzlich willkommen bei Masters of the Dice. Es ist wieder RPG A Day. Wir sind mitten im August und traditionell findet ja dieses Event statt, RPG A Day. Wer nicht weiß, was RPG A Day ist, den verweise ich gerne auf das extra Video, auf das extra Erklärvideo zum RPG A Day. Es ist ein Ereignis, das jeden inspirieren sollte, der Rollenspiele mag. Und ich habe jemanden heute zu Gast, der Rollenspiele liebt. Auch in der Szene als Illustratorin sozusagen die Umrahmung, dass Rollenspiele noch schöner sind, dazu trägt sie wesentlich bei. Herzlich willkommen, Anne-Marie. Dankeschön und hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Du bist ja hinreichend bekannt in der Rollenspielszene, aber vielleicht gibt es denn noch jemanden, der heute zum ersten Mal zuschaltet und noch nicht weiß, wer die nette Dame ist. Willst du dich vielleicht kurz vorstellen? Klar, kann ich machen. Also, ich bin die Anne-Marie, beziehungsweise online als Illo-Marie vertreten. Und ich zeichne für kleinere Rollenspielverlage noch oder auch Einzelpersonen. Arbeite auch Commissions, also ich bin freiberufliche Illustratorin, Schrägstrich Grafikdesignerin tatsächlich auch. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, was du machst? Also machst du jetzt zum Beispiel Coverart für Rollenspielbücher oder auch für Rollenspielcharaktere etwas oder querbeet? Also ich kann sagen, du hast für mich zum Beispiel die Homepage gemacht, da hast du eine wunderschöne Illustration gemacht. Genau. Also ja, Homepage-Banner, also bei privaten Commissions sind es häufig die Spielecharaktere oder ganze Spielegruppen. Ich habe jetzt letztens erst zum Beispiel eine Hochzeitsszene für eine DSA-Gruppe gemacht, weil zwei der Teilnehmer geheiratet haben. Also in Real Ansonsten, ja. Life oder im Spiel oder beides? Also ich habe sozusagen die DSA-Szene, also den Travia-Bund, habe ich sozusagen gezeichnet und habe dann statt halt die Charaktere, also ich habe halt die Charaktere, richtigen Menschen mit eingebaut, also dass man die Gesichtszüge von den richtigen Menschen, die dahinter stehen, halt damit drin hat. Ja, auf so einer hübschen Wiese noch mit dem Spielleiter noch irgendwie so mit integriert, sodass alle mit drin sind und ja, so Real Life und RPG-Runde sozusagen verknüpft, dass das ein schönes Hochzeitsgeschenk wurde dann. Wunderbar. Ja. Und du bringst ja auch einen Kalender raus, ne, jedes Jahr. Ja, wenn ich es schaffe, aber die letzten Jahre habe ich es immer gut hingekriegt. Also mit sozusagen Best of Edumarie quasi. Genau, oder ein festes Thema. Dieses Jahr bin ich am Überlegen, mit Göttern mal was zu machen. Ja, immer entweder, wie gesagt, best of dem, was ich sowieso so erstellt habe, außer jetzt natürlich von Commissions, die kommen dann da nicht rein, weil das ist, ne, sind ja Aufträge. Ja, oder halt eben festes Thema, wo ich mich dann da dann nur dafür dann auslebe und die Illustration mache, ja. Wenn du jetzt nicht mit Illustrationen beschäftigt bist, dann spielst du ja hin und wieder auch Rollenspiele. Durchaus, ja, seit Und 6 Jahren. unter anderem ja auch Dungeons and Dragons, also nicht nur, wie ich ja weiß, aber man sieht dich jetzt ja öfter Dungeons and Dragons spielen, also auch online, ne? Bei Genau, einem genau. populären Twitch-Kanal. Erzähl doch mal, Genau. was spielt der da und welchen Charakter hast du dir ausgesucht? Weil heutige Frage ist ja, welchen Charakter spielst du? Ja, also ich spiele ja auf dem Jingle Channel, auf dem D&D-Dienstag immer mit, schon jetzt seit, oh Gott, ich glaube schon, sind schon 3 Jahre rum. Müsste hinkommen. Also Wow. festes Inventar schon. Ja, genau, weil es halt einfach, die Gruppe ist super und es bringt mega Spaß. Und ja, im Moment spiele ich eine Tabaxi. Ein Hexblade, wie heißt das? Warlock. Hexblade Warlock, genau. Also es sind ja schon mal zwei Sachen, die nicht so gewöhnlich sind. Ne? Tabaxi schon mal auf der einen Seite und Genau. Warlock spielt auch nicht so jeder und Hexblade ist schon speziell. Also da hast du ja bestimmt einiges zu erzählen. Warum Tabaxi? Wie kam es dazu? Also, Tabaxi habe ich mir ausgesucht, weil das mal was ganz anderes ist, was ich sonst so gespielt habe. Weil ich, mein erster D&D-Charakter war eine Halblingsschurkin. Der zweite D&D-Charakter, den ich halt auch beim lieben Alex beim D&D-Dienstag gespielt habe in der Runde davor, war eine Drow-Schurkin. Oh, Drow. Ich liebe Drow. Ja, also ich Ich spiele bin auch eine Drow-Schurke.
Ja, sehr cool. Ja, Schurken ist vor allen Dingen, also Schurken sind halt irgendwie so, das spiele ich unheimlich gerne. Aber da dachte ich so, nee, du kannst jetzt nicht im dritten Anlauf wieder eine Schurkin spielen. Hättest zwar Bock drauf, könntest du ja auch irgendwie noch in eine zweite Klasse, beziehungsweise in zwei, ja, doch in eine zweite Klasse noch skillen irgendwie so, dass man da so ein bisschen mixt. Aber dachte ich so, nee, mach mal was ganz anderes. Habe ich mir alles mal durchgelesen und dachte mir so, eigentlich was Magisches mit Zaubern wäre halt eigentlich mal ganz nice. Da dachte ich so, aber irgendwie willst du doch so ein bisschen dieses Düstere wieder mit drin haben, so ein bisschen. Ich mag halt nicht diese Sonnenschein-Charaktere spielen, also so Paladin. Also wenn ich mir ein Paladin aussuchen würde zum Beispiel, da gibt es ja auch eine dunklere Richtung zum Beispiel. Das wäre dann eher so meins. Aber ein Aha. rein Paladin oder ein rein Heiler oder so, ich weiß nicht. Das macht mich nicht so an Du irgendwie. machst Also dich nicht ich so, mag halt. die dunkle Seite der Macht macht dich an, ja, oder wie? Genau. Irgendwie ja, so diese bisschen so die shady Charaktere. Also es ist halt meistens so bei Büchern oder bei Storys halt auch eher so, bin ich von den Charakteren eher ein Fan als so der strahlende Held in weißer Rüstung. Ich weiß nicht. Da bin ich irgendwie so eher bei den coolen, dunkleren, ein bisschen shady, aber halt trotzdem nette. Also meine ist ja trotzdem auch Gruppencharakter. Also ich hintergehe jetzt nicht meine Gruppenleute da in D&D. Aber es ist halt so ein bisschen so, wo man dann auch mal ja was machen kann, was man vielleicht nicht so erwartet, und wo nicht irgendwer sagt, so nach dem Motto, ja, das hätte ich aber jetzt bei einem Paladin nicht erwartet. Das ist doch out of character. So bei einer Schurkin, da kann man auch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen Das Gesetz vielleicht. ein bisschen biegen, so zurechtbiegen, wie es Genau. einem so gefällt, ne? Genau, oder halt auch irgendwie dementsprechend sind halt auch häufiger schon in der letzten Runde mit meiner Drow halt echt lustige ja, Sachen entstanden, die dann passiert sind. Also so, wo dann auch der Spieler, der mich mit großen Augen angeguckt hat, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich so, doch. Also, ja, das hat irgendwie jetzt bis jetzt mir immer Spaß gemacht und deswegen hatte ich mich auch diesmal wieder für dann eben Warlock entschieden. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, habe ich einen. Wer ist denn Habe ich dein wirklich einen Patron, also Warlock? das Paktwesen? Ne? Die Hexenmeister Warlock hat ja ein Paktwesen, was nicht unbedingt mit der Gesinnung einhergehen muss. Also sie muss nicht identisch sein. Was für ein Paktwesen hast du dir ausgesucht und warum? Ich habe mir, ja, den Namen weiß ich nicht, aber ich habe mir dieses eine Den magische großen Alten, Schwert. oder? Nee, den großen Alten, ich weiß noch überlegen. Ja, da gab es ja einige tolle. Da gab es ja eine ganze Liste. Ich habe die ganze Liste sorgfältig durchgelesen, dachte ich so, nee, eigentlich, weil du ja Hexblade machen wolltest, nimmst du halt auch so das Schwert, was dort dann aufgeführt war. Ich weiß nicht mehr, wie das Genau, heißt. die Den Namen Flugklinge. habe ich gerade. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt mein dämonischer Herr und Meister sozusagen. Okay, gut, und nochmal zum Tabaxi, vielleicht auch nochmal kurz erklären. Nicht jeder kennt vielleicht Tabaxi, was das für eine Art Wesen ist und was das Besondere und warum du gerne eine Tabaxi spielst. Also, ist es ein weiblicher Charakter oder ein männlicher Charakter? Weiblicher. Also ich habe bis jetzt noch keinen männlichen überhaupt gespielt. Es sind bis jetzt immer alles weibliche bei mir gewesen. Und ja, Tabaxi sind im Grunde Katzenwesen. Also jetzt nicht Katzengröße, sondern halt Menschengröße, aber halt alles in Katzenformat sozusagen. Also in Großkatzenformat vor allen Dingen. Und ich habe mich für einen schwarzen Panther entschieden. Also meine Dame ist halt ja, so lila, blau, schwarz, also recht dunkel gekleidet. Aber halt dann eben gleichzeitig auch dann, also ich bin halt wirklich von Kopf bis Fuß dunkel, sozusagen. Also eben Panther mit magischer lila-blau Bekleidung. Ja. Also diese feline Erscheinung, dieses Pantherwesen, wie es aussieht, dann wahrscheinlich auch entsprechend, hast du gesagt, entsprechend gekleidet, Genau. Hexblade, Fluchklinge. Also es ist sicherlich eine Person, wenn sie so in den Raum betritt, da geht schon eine Aura von ihr aus. Ne? Da muss eigentlich mal jeder erstmal ein Ja. Saving Throw auf betört sein würfeln, oder? Ja, also ich habe mir sie halt auch so, dass sie halt hübsch und ja, halt schon so ein bisschen, also mystisch rüberkommt, aber halt trotzdem im sel also im zweiten in der zweiten Ansicht sozusagen halt auch ziemlich nett und zuvorkommt und ja. Aber ja, im ersten Augenblick kommt sie in den Raum und das, man denkt sich ja so, okay, das ist ein Magier. Egal welche Richtung, es ist ein Magier. Man sieht es sofort.
Wunderbar, also es ist ja schon außergewöhnlich, also die Kombination und die Optik und so. Und das zeigt ja, dass Dungeons and Dragons da viele Möglichkeiten jetzt bietet, wie man das kombinieren kann. Also über die, sag mal, Standardklassen und Standardvölker hinaus, die es ja in dem Players Handbook, in dem Spielerhandbuch gibt, hat sich das jetzt ja so weiterentwickelt. Und das finde ich auch wunderbar, dass man da alles ausprobieren kann und irgendwie kann man das auch kompatibel halt gestalten. Ist ja auch mittlerweile ja durch die, auch durch das Taschas Buch, ist alles nicht mehr so kastenmäßig vorgegeben. Ich sage jetzt mal, dass bestimmte Völker bestimmte Gesinnungen haben müssen oder eine bestimmte Ausrichtung haben müssen. Also insofern kann man auch eine Tabaxi spielen mit Hexblade, Fluchklinge. Und leicht mysteriös, nicht böse, aber leicht dunkel angehaucht. Das Genau. bietet sicherlich viel Spielspaß. Ja, auf jeden Fall. Und wenn einem, wie gesagt, ja auch eine Klasse nicht reicht, kann man ja auch immer noch ab einem bestimmten Level ja auch einfach noch ein, zwei, drei Level von einem anderen, einer anderen Klasse übernehmen. Ne? Theoretisch könnte ich jetzt immer noch jetzt schon wieder auf Schurke umwechseln, sozusagen. Also, dass ich meine, welches Level bin ich jetzt? Drei, glaube ich, müsste ich sein. Ah ja, okay. Meine drei Level Hexblade habe und dann die nächsten Level wieder Schurke reinhau. Also, das ist alles möglich. Das ist das Schöne an D&D. Das stimmt. Und ich Schurke Hexblade passt gut, finde ich. Ja, vor allen Dingen, weil ich habe auch trotzdem, obwohl ja mein Fokus auf. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Charisma habe ich als Fokus. Ja, also ist dein Und ist das Attribut, womit du die Zauber machst, ja. genau, und ich habe aber trotzdem noch ein bisschen was in Heimlichkeit auch reingepackt. Also Naja, passt das jetzt Wort ja im fällt mir. Katzenwesen, ne? Also Ja. geschmeidig, heimlich, kann, Genau, ne? genau. Unsichtbar. Also von daher hätte ich auch die Grundwerte für einen Schurken wahrscheinlich wieder. Also ja, darauf muss man halt eigentlich immer nur achten. Also dass man dann halt nicht irgendwie dann, weiß ich nicht, 5 Punkte auf Stärke hat und dann plötzlich einen Krieger machen will. Könnte schwierig sein. Ja, vielen Dank. Hört sich wirklich sehr spannend an. Und wer mehr wissen möchte, was denn der Charakter von, also wie heißt sie überhaupt? Genau, das hat nur eine Frage. Meine Tabaxi heißt Aura. Aura. Wer Einfach mehr, wer Aura. wissen möchte, wo sich Aura gerade befindet oder welche Anekdoten sie jetzt schon in ihrem Leben, drei Level ist, da hat man schon einiges erlebt, wissen möchte, der möge morgen auch einschalten bei RPG Day Tag 23, denn dann werden wir darüber sprechen, wo sich der Charakter von Annari befindet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei euren Rollenspielen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Annemarie. Gerne. Ciao. Ciao.